Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ich sollte mich erst von, ja, ich sollte mich erst bei unseren Referenten, Frau Professor Zweigle, Herr Professor Paganini und Herr Professor Kochmalnik, bedanken wegen Zusage, um in diese Veranstaltung teilzunehmen. Und sollte mich auch bei unseren Mitarbeitern, alle Mitarbeiter, die im Bereich Veranstaltungen arbeiten, bedanken, dass was jetzt stattfindet, ist Ergebnis von Tagearbeit und Vorbereitung, Postervorbereitung, Kommunikation und jede Menge andere Sachen. Ich bin dankbar bei alle unsere Mitarbeiter. Ich versuche jetzt kurz in dieser halben Stunde, dass ich habe, meine Gedanken in, sagen wir mal, eine systematische Art und Weise präsentieren. Wenn man im Koran über Ende der Zeit oder was auf Arabisch Akhiru Zaman denkt, sieht man eigentlich eine Reihe von Begriffen und Gedanken, die ineinander verflochten, eine nach andere vorkommen. Ich habe einigermaßen gedacht, wie kann ich diese Kette von Gedanken besser präsentieren, und am Ende bin ich zu einem koranischen Begriff gekommen. Koran spricht von Ayyamullah. Man kann das einfach auf Deutsch Gottestage übersetzen. Ich konzentriere mich auf diesen Begriff und versuche darüber, sagen wir mal, einiges sagen, um koranische Verständnis von Verborgenheit, Erscheinung, eventuell Endzeit und was normalerweise in parallele abrahamitische Religionen Apokalypse einigermaßen genannt wird, zu schildern. Mein Vortrag wird 7 Teile haben, oder ich werde über 7 Teile sprechen. Wenn man von Ayyam oder Tage spricht, kann man nicht ohne eine rationale Auseinandersetzung mit Zeit als einen Oberbegriff vor Tag und Nacht sprechen. Ich fange an, ein bisschen über Zeit zu sprechen. Und Zeit ist verbunden mit Bewegung. Mindestens von Aristoteles wurde zitiert, dass Zeit ist Menge oder Maße der Bewegung. Ich werde in diesem Zusammenhang ein bisschen über jene Bewegung sprechen, die Geschichte der Erscheinung eigentlich mit sich selbst bringt. Und in diese Geschichte, mindestens koranisch gesehen, wird von Finsternis und Licht gesprochen, von Nacht und Tag gesprochen. Ich werde ein bisschen über jene Nächte, die im Koran geschildert werden, und danach über jene Tage, die im Koran davon gesprochen wird, sprechen. Und dann in diesem Kontext bekommen wir eine Möglichkeit, über was im Koran unter Gottestage verstanden wird. Insbesondere anhand mancher authentischer Überlieferungen, was 3 Gottestage insbesondere erwähnt wird. Ein Tag, das Raj'at genannt wird. Ein Tag, das Zuhur genannt wird, und ein Tag, das Qiyamat genannt wird. Ich werde über diese 3 Begriffe ein bisschen sprechen und am Ende über Akhiru Zaman und diese Tatsache, dass Koran darüber spricht, dass Verständnis von Akhiru Zaman ist etwas, das einigermaßen subjektiv ist, und manche sehen Erscheinung ganz nahe und manche sehen das ganz fern, und warum es so ist. Ich hoffe, dass diese Art Auseinandersetzung auch in diese Fachkolloquium einigermaßen
einen Beitrag leisten kann. Wenn wir von Zeit sprechen, in koranischer Sinne, sprechen wir von etwas, das mit gesamter Manifestation zu tun hat. Wenn Gott keine Zeit hat, alles andere mindestens muss eine Zeit haben. Alles, was einen Anfang hat und dieser Anfang eine Dauer bekommt, hat Zeit. Und in der Sinne, Koran spricht viel über Tag und Nacht, über Leil, Banahar, aber auch über Leile, Valyaum. Und man sollte in der Lage sein, diese unterschiedlichen Zeitangaben voneinander trennen und eine Art Zeitbewusstsein erlangen. Aber das ist nicht die einzige Stelle, die Koran von Zeit spricht. Koran nennt sogar jenen Moment der Auferstehung auftaucht, As-Sa'a. Man kann das als die Stunde übersetzen. Und wie gesagt, mindestens nach manche philosophische Verständnisse der Zeit, Zeit ist verbunden. Und man soll sich fragen, dass wenn Zeit Menge der Bewegung ist oder Masse der Bewegung, welche Bewegung Grundlage vor jene Zeit ist, das davon Koran spricht. Wir können koranisch gesehen von zwei Formen der Zeit sprechen. Einmal eine Art Zeit, das durch Bewegungen, die außerhalb unserer Wesen stattfinden, gerechnet werden, zum Beispiel Bewegung von Himmelkörper, Bewegung von Sonne, Bewegung von Erde oder andere Formen von Bewegung oder, weiß es nicht, nach modernerem Verständnis, Bewegung von bestimmten zum Beispiel subatomare Partikel und dann dadurch ein Verständnis von Zeit. Aber Koran hat einen anderen Maßstab für Rechnung der Bewegung. Koran sieht Menschen oder Wahrnehmung der Menschen als Grundlage für Beobachtung der Zeit und Grundlage für Beobachtung der Bewegung. Bewegungen, die mit Mensch zustande kommen. Bewegungen, die Mensch wahrnimmt, sind Grundlage für Rechnung der Zeit oder Wahrnehmung der Zeit im Koran. So, es geht um Erscheinung, es geht um Manifestation, aber Manifestation ist etwas, das grundsätzlich vom Mensch stattfindet. Mensch ist jene Auge, der Manifestation wahrnimmt. Und Zeit wird gemäß jene Bewegung gerechnet, die in diesem Wahrnehmungsprozess zustande kommt. Eine Bewegung von Nichtsehen zum Sehen. Eine Bewegung von Nichtwahrnehmen zum Wahrnehmen. So, was Ma'duma genannt wird. Ma'dum bedeutet etwas, das nicht wahrgenommen wird. Und dann diese Tatsache, dass nicht wahrgenommen wird,
in eine besondere Bewegung kommt, zu einem Zustand, das wahrgenommen wird. Das nennen wir Manifestation. Ich sollte mich entschuldigen. Ich denke, ein Mikrofon ist an und deshalb kommt diese Geräusche im Raum. Falls Sie kontrollieren, ob Ihr Mikrofon an sind und das ausschalten, bin ich dankbar. Vielen Dank. Auf jeden Fall, diese Bewegung in unserer Wahrnehmung ist Grundlage für jene subjektive Zeit, das Koran darüber spricht und viele Geschehnisse von dieser Perspektive schildert und analysiert. So im Schöpfung von Adam oder in Geschichte von Menschen wird von Nacht und Tag gesprochen. Koran spricht von Finsternis als Anfangsstation, wo Mensch seine Bewegung anfängt. In einem Koranvers lesen wir, dass Allah waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur. Gott steht ganz nahe, ohne Abstand, zu diejenigen, die sich zu ihm bekennen. Er bringt sie raus von Finsternis zum Licht. Männer Solomon von Finsternis zum Licht. Dieser Vers schildert Anfangssituation von Menschen in Finsternis. Man fängt seine Dasein in Nacht. In manche andere Koranverse wird von Nacht der Bestimmung gesprochen. Nacht der Bestimmung, die innerhalb islamischer Kultur und Verständnis viele Manifestationen hat. Normalerweise eine besondere Nacht im Monat Ramazan als Nacht der Bestimmung verstanden wird, neben dieser zeitlichen Erscheinung, hat eine ontologische, existenzielle Bedeutung im Koran. Da Gott unbegrenzt ist und in seiner Unbegrenztheit sich selbst Licht nennt, seine Manifestation in begrenzte Seienden Bestimmung genannt wurde und dadurch nach der Bestimmung zustande kommt. Und deshalb Menschen in ihrer Wahrnehmung fangen an von Nacht der Bestimmung. Koran nennt trotzdem diese Nacht heil. Salamun, ja, hatta matla al-fajr. Diese Nacht ist heil. Bis Morgendämmerung. Von anderer Seite, in selbe, sagen wir mal, Annäherungsweise, Koran spricht von Tag. Gott, der sich selbst Licht nennt, Allah, Nur as-Samawat wal-Ard, Gott ist Himmel. Gott ist Licht von Himmel und Erde. Nennt Prozess der Entschleierung und Begegnung mit seinem Licht Tag. Tag ist Ergebnis von Bewegung Richtung Licht. Und wenn man zum Tag kommt, eigentlich befindet sich direkt ohne
Verschleierungen gegenüber Licht. In diesem Zusammenhang kann man sehr wohl von Gottes Tage sprechen. Gottes Tage sind jene Tage, die Gott, in denen jene Sonne ist, die strahlt, jene Licht, die alles beleuchtet. Die sind Tage, die Tag sind, da Gott dort wahrgenommen wird. Und dadurch kommen zwei Begriffe, Verborgenheit und Erscheinung. Ungerechtigkeit und Gerechtigkeitszustände. Verdorbenheit und Gedeihen. Und all diese Begriffe sind verbunden mit diesem Verständnis von Bewegung, von Bestimmung und Begrenztheit, Richtung Unbestimmtheit und Unbegrenztheit von Nacht zum Tag. Im Koran wird von 3 Tagen gesprochen. Oder in einem Koranvers lesen wir, dass Gott sagt, Zakirhum bi-ayyam Allah. Sprich mit denen über Gottes Tage. Was sind diese Gottestage? In, sagen wir mal, unterschiedliche Interpretationsbücher können Sie, sagen wir mal, eine gemeinsame Kern herausfinden. Erst, man spricht von Yawmur Raj'ah. Yawmur Raj'ah, Tag der Rückkehr. Mindestens nach schiitischem Verständnis ist ein Tag, das auf Erde wahrgenommen werden soll. Und was sollte in diesem Tag passieren? In diesem Tag, es ist nicht Tag der Auferstehung. Es ist nicht auch jener Tag, dass Messias erscheint. Nein, es ist eine Art Vorbereitung davon. Raj'at, wie gesagt, mindestens in schiitisch-koranischem Verständnis, ist ein Prozess, dass alle vollkommen sich zum Gott bekennende Menschen, aber alle vollkommen leugnende Menschen von Erde nochmal auferstehen, bevor Tag der Auferstehung, während weltliche Situationen weiter herrschen. Und eine Art Begegnung zwischen Wahrheit und was nicht wahr ist, auf Erde stattfinden soll. Raj'at bedeutet Rückkehr von alle guten Menschen. Und alle schlechten Menschen. Das gehört zum Man Mahazal Iman Mahzan, wa Man Mahazal Kofr Mahzan. Diejenigen, die ihn sich zum Gott bekennen. In vollkommenste Stufe erlangen sind. Und diejenigen, die ihn leugnen. In Bedeckung der Wahrheit. Schlimmste und boshafteste Stufen erreicht haben. Das ist ein Kapitel der Geschichte der Erscheinung. Gerechtigkeit Gottes sollte auf Erde zustande kommen. Und deshalb beide Armeen von alle Zeiten, von alle Ecken der Geschichte werden nochmal gesammelt, um in eine endgültige Schlacht gegenüber einander zur Scheinung zu kommen. In diesem Moment kommt zweite Gotteserscheinung, Erscheinung von vollkommenem Mensch.
Erscheinung von jenem Mensch, das absolute Manifestation Gottes ist. Erscheinung von einem Mensch, der kein Gott ist, aber höchste mögliche Manifestation Gottes auf Erde ist. Interessanterweise, mindestens in schiitische, aber auch in alle islamische Originaltexten, dieser Mensch hat eine gebundene Geschichte mit Messias. In manche Texte lesen wir, dass dieser Mensch, der mindestens nach unserem Verständnis Mahdi genannt wird, wird in Damaskus in eine heftige Schlacht, in eine besondere Stelle mit Jesus Christus oder mit Messias, je nachdem, wie man Überlieferungen liest, der von Himmel runterkommt, begegnet. Und die werden zusammen diese letzte Schlacht führen. In dieser Tag, der Tag der Erscheinung genannt wird, geht es nicht darum, dass Mahdi, der verborgen war, oder Messias, der im Himmel war und deshalb verborgen, nochmal zurückkommen, um Reich Gottes auf Erde herrschen lassen. Vielmehr geht es darum, dass Geschichte der Ungerechtigkeit ist eine kurzfristige Geschichte. Erde wird mit Gerechtigkeit weiterleben. Und Erscheinung ist eigentlich Erscheinung Gottes, in Himmel sein von Christus, in Verborgenheit sein von Jesus, ist Bedeutung von Nacht. Erscheinung ist Erscheinung Gottes in höchster Manifestation vor. In islamischen Überlieferungen lesen wir, dass sogar wenn ein Tag bis Tag der Auferstehung geblieben ist, sollte dieser Tag ausgedehnt werden, bis die beiden Geschehnisse, das heißt Raj'at und Zuhur, Rückkehr und Erscheinung, stattfinden. Ohne Zuhur, ohne Erscheinung, Geschichte der Welt fehlt eine Kapitel. Und danach erst wird Tag der Auferstehung stattfinden. In islamischer Sinne nennt man Auferstehung Qiyamat. Qiyamat hat mit auf Beine kommen zu tun, weil dort Wahrheit zur Erscheinung kommt. Im Koran lesen wir Yawma Tubla Sarair, einem Tag, das Geheimnisse zur Erscheinung kommen. In diesem Sinne können wir vielleicht auch ein bisschen besser Begriff Acheruz Zaman, Ende der Zeit, verstehen. In der Sinne, Acheruz Zaman bedeutet, wo diese Bewegung von Nacht zum Tag, von Finsternis zum Licht, zu einem endgültigen Ergebnis kommt. Wo Zaman sich beendet, wo Zeit sich beendet. Das hat eine Bedeutung nur in jenem Moment, dass alle sich in Beleuchtung Gottes aufgeben. Wenn alle in Hingabe gegenüber Licht Gottes, sich selbst, Änderungen, Welt, Mitmenschen, Himmel, Erde, alles hingeben. Nur in der Sinne kann man
von Ocher und Zaman sprechen. Und deshalb Koran betont, dass diese Begegnung mit Gott in seine absolute Gottheit, in seine absolute Einheit, ich meine mit absoluter Einheit eine Einheit, dass kein Raum vor irgendjemand zulässt, weil er in seine Unbegrenztheit sich zeigt, ist etwas, das immer da ist, da jeder begrenzte Seiende von Unbegrenztheit umgefasst ist. Tatsache ist, dass diejenigen, die Nacht aufgrund ihrer Verdorbenheit und Wunsch zum Ungerechtigkeit weiter herrschen, wünschen, verlangen danach, dass Nachtverhältnisse bleibt. Deshalb, die sehen das fern. Die sehen das, nein, so etwas wird nicht passieren. Während diejenigen, die Licht Gottes in seine Umfassendheit wahrnehmen, sehen das ganz nahe. Koran sagt, dass Ennahum Yaraunahu Baida, die sehen das fern. Aber wir sehen diese Erscheinung ganz nahe. Und ich denke, dadurch habe ich jetzt, was ich sagen wollte, gesagt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.